So, damit willkommen zurück zu Overlord. Es war zwar hier ein Autosave, aber irgendwie haben sie es für nötig gefunden, mich trotzdem zu meinem Turm zurück zu teleportieren. Was jetzt im Endeffekt dazu führt, dass wir alles nochmal plündern können. Und wir haben keine Gründe. Aber wie gesagt, es gibt Schlimmeres. Ja, weil jetzt tue ich einfach davon noch 10 weg. Und haben wir davon 10 neue. Ja, verbrennt mal ruhig. Genau, wir haben uns letztes Mal... Ich sollte ja mal eine Zusammenfassung machen. Wir haben uns letztes Mal damit beschäftigt, in dieses Schloss einzubrechen. Und ja, haben das eigentlich ganz gut geschafft. Und sind dabei auf eine Gruppe von Bauern getroffen, die es irgendwie geschafft haben, hier drinnen zu überleben und nicht getötet zu werden. Angeführt von einer seltsamen rothaarigen Frau, die ernsthaft komplette Sätze schafft, ohne sich dabei an ihre eigene Zunge zu verschlucken. Was für die männliche Bevölkerung hier ja scheinbar fast unmöglich ist. Ja. Braune vor und so. Die wären da nicht instant drin gestorben. Ja, sie hatte uns gebeten, ihr das Schloss von den Plünderern zu befreien. Die Plünderer wollen nicht, dass ich den Kranken helfe. Sie wollen nur Chaos vorbereiten. Bricht diese Seuche auch außerhalb von Himmelsspitze aus, wird alles sehr chaotisch. Und das hasse ich. Ja, genau. Also, sehr mitfühlende Frau. Eigentlich nicht unbedingt. So, ne? Sie versucht Chaos zu verhindern, weil sie es persönlich nicht mag, dass dabei hunderte von Menschen sterben würden. Das ist eigentlich Nebensache. Aber sie tut schon mal was. Das erklärt natürlich, wie die Plünderer in das Schloss gekommen sind. Schnell, Meister! Lasst eure Roten die Bestie von oben angreifen! Rote! Braune! Rote! Ja, Meister! Ihr müsst sie umstellen! Ja. Ihr müsst sie umstellen. Greift ihr Roten jetzt nochmal an oder eher nicht? Also eher nicht. Ich soll wahrscheinlich von der Seite hier angreifen. Ihr müsst sie umstellen. Ja, ein paar auf jeder Seite. Okay.
Diese Dinger hier sind echt gefährlich. Die bauen. Weil sie. Ja, kennt ihr ja schon. Genau so! Verteidigt sie und erledigt dieses Ding! Ich hole mal neue Rote. Bringt dem Frauenzimmer jetzt das Gepäck, damit das Gejammer endlich aufhört. Das ist ihr Gepäck. Das ist mächtiges Gepäck. Das hielt mir fast instant alle Braunen. Und Overlords. Da müsste man schon feuerimmun sein, wie so ein Roter. Alle! Okay, geht nicht schneller. Das war aber eine kurze Plündertour. Wenn ihr nicht möchtet, dass eure Haut fault und abfällt, solltet ihr besser mein Gepäck suchen. Bitte. Können wir sie behalten? Ich mag sie. Auf nach Rauschingen! Mein Gepäck? Ihr und eure Engelchen habt es gefunden. Engel? Ich dachte, ihr wärt nicht wirklich zu viel Nütze, aber ihr habt mich eines Besseren belehrt. Jemand wie ihr könnte jemanden wie mich gebrauchen. Auf geht's. Ja. Ich finde auch, sie passt gut zu uns. Wir sollten sie mitnehmen. Und ihr unseren Turm zeigen. Das ist also euer Turm. Da ist einiges zu tun. Seid gegrüßt, Milady. Herr, wir haben es geschafft, die Privatgemächer wieder zu öffnen. Die Schergen bringen Miladys Gepäck dorthin. Wenn ihr nach Himmelsspitze geht, könntet ihr vielleicht herausfinden, wodurch die Seuche verursacht wurde? Ja, natürlich. Ich sehe lieber oben nach. Nicht, dass die kleinen Lieblinge meine Sachen aufessen und Bauchschmerzen bekommen. Gebt mir ein wenig Zeit, damit ich für Ordnung sorgen kann. Und kommt danach. Ich setze den Kessel auf. Ave! Hier. Gebieter der Unsichtbaren! Retter des Fräuleins in Not! Ah, den Titel habe ich jetzt. Sehr gut. Ja, unser Turm sieht ja jetzt eigentlich schon wieder ganz schick aus. Ah, da seid ihr ja. Eigentlich bin ich anderes gewohnt als diesen Ort. Aber ich werde einfach das Beste daraus machen. Lasst mich euch herumführen. Es gibt hier nicht viel zu sehen, aber wenn man ordentlich putzt, wird es sicher ganz nett. Hieraus könnte man gut etwas machen. Ein Schlafzimmer, ein Speisezimmer und sogar einen privaten Verhörraum. Ja. Wie sie darauf kommt. Dieser Bereich hier würde eine tolle Schatzkammer abgeben. Das Licht würde eure Reichtümer gut zur Geltung bringen. Ihr habt doch Reichtümer, oder? Das sieht man da. Dies hier ist das Herzstück eures bösen Territoriums. Ich habe aus allem Möglichen, was so herumlag, ein Modell eures Turms gebaut. Ich bin ziemlich einfallsreich. Ja. Bücher, Bücher, Bücher.
Ah, ja. Da ist es. Schergenflagge, Overlordflagge, Triumphflagge, Augenflagge. Man sieht leider nicht, wie es vorher aussah. Aber ich kann ja mal die Flaggen. Ah, das ist genau richtig. Feuerschalen, rote Teppiche. Drohnen. Alles schick. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Tee. Davon kann man nie genug haben. Ja, wir können jetzt hier alles aufkaufen, außer die Flaggen. Die Flaggen können wir ändern jederzeit. Ich weiß leider nicht, wie es ohne aussieht. Aber wir geben mal noch ein bisschen Geld. Denkt an die Inneneinrichtung. Ja, die sind hier erstmal wichtiger, scheinbar. Gebt nicht all euer Geld auf einmal aus, Herr. Ach komm. Die Stadt. Davon kann man nie genug haben. Ich bin mir sicher, da kommt noch mehr. Ich will sie nicht anhauen. Gut, ein Ofen. Sie hat mir noch gar nicht erzählt, was hier reinkommt. Das sind auf jeden Fall... Das da oben sieht mir nach den verschiedenen Schergentypen aus. Vielleicht erwartet sie von mir auch, dass ich hier erstmal alles aufkaufe. Ich würde sie gerne mit Leertaste ansprechen, aber es geht. Ach komm, kaufen wir den Rest noch. Sehr hübsch. Gute Wahl. Das sind einfach nur Löwen. Davon kann man nie genug haben. Ihr habt ein Gespür für solche Dinge. Ich hab mir wahllos alles gekauft, was da war. Okay. Sie redet nicht weiter mit uns, dann gehen wir uns selber die Räume ansehen. Das hier sieht mir nach Schlafzimmer aus. Yep. Das scheint Schlafzimmer zu sein. Wahrscheinlich hat sie es uns deswegen nicht weiter vorgestellt. Okay. Wir haben trotzdem noch das Problem, dass wir keine blauen haben. Anführer der Feurigen! Hi! Sieht aber schon mal schön aus. Meister von Wilfried Wanst! Kick. Ja. Mal sehen, was unsere Schergen dazu sagen, turmherzmäßig. Wir haben, also ich habe hier beim Schmieden echt was verbraucht. Auch 10 blaue, die ich überhaupt nicht habe. Wir haben ja so Hirsche, Hirschschamanen, sag ich mal, im Wald getötet. Und die geben blau. Deswegen. Ne? Gut, gehen wir weiter. Himmelsspitze. Okay. Scheinbar können wir uns dahin teleportieren. Der Schleim, der faule Gestank, die verfaulten Leichen fühlt sich an wie zu Hause.
Ihr werdet feststellen, dass die Stadt Himmelsspitze über dieses Sumpfland herrscht, Meister. Die großartige Zitadelle, heilige Höhlen, liegt in ihrem Zentrum wie eine Fliege auf einem Dunghaufen. Ich sehe Schafe. Der erste Eindruck. Entwicht. Seht, mein Freund, das Lager ist inzwischen ziemlich voll. Wir können leider niemanden mehr aufnehmen. Und für eure kleinen Freunde ist es ohnehin zu spät. Ich glaube nicht, dass das ein Flüchtling ist. So wie er gekleidet ist er unterwegs in Richtung Stadt, nicht umgekehrt. Ihr möchtet also da rein? Ist dieser Kerl komplett wahnsinnig? Ihr wisst von der Seuche, oder? Und von den Zombies? Die Stadt wurde abgeriegelt. Befehl von Fürst Ferdinand, Paladin und Statthalter. Er hat sogar seine Hochzeit abgesagt. Und bei dieser Frau überlegt man sich das zweimal. Wenn ihr mit euren Kreaturen ein wenig herumgehen wollt, macht das. Wenn ihr lange genug sucht, findet ihr vielleicht einen Weg nach drinnen. Aber ich warne euch, es ist nicht sicher und wir werden euch nicht helfen. Wir haben im Lager schon genug zu tun und die Zombies sind noch das kleinste Übel. Ja. Also beschweren können sie sich. Ihr seht euch meine Schafe an. Haltet eure Kreaturen von meinen Mädchen fern. Oh, komm zu mir, kleine Schäfchen. Braune! Alle! Hier warten. Die Schäfchen sind zwar niedlich, aber nicht zum Töten. Okay, hier scheint dann das Zombie-Lager zu sein. Da hätte ich meine Schergen schon gerne bei. Da kommt der Strom aus scharfmordenden, wahnsinnigen Irren. Und ich habe sie erfolgreich an meinem... Hey, dieses Portal kennen wir. Das Schlimme daran ist, ich kenne es nicht. Also ich... Das erste Portal habe ich ja schon mal gespielt, vor, weiß ich nicht, 5 Jahren. Das zweite nicht. Ich habe nur das erste Portal gemacht und dann habe ich mir gesagt, ja, das Spiel ist total cool, ich will das noch ein bisschen weitermachen. Ich habe irgendwas anderes gemacht und dann am Ende nicht mehr das Portal platzieren. Das übliche Problem bei mir, wenn mir ein Spiel zu gut gefällt, ich mag es nicht durchspielen. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich hier gerade in die richtige... Das ist schon mehr als nur 1-2 Jahre her. Macht Spaß. Ah, ich wollte gerade fragen, wann der Wecker klingelt. Jetzt. Gut, dann würde ich mal sagen, wir machen eine kurze Pause. Und ja. Soweit dann. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.